Hallo, mein Name ist Tamara. Ich bin Künstlerin und banne tierische Kindheitserinnerungen auf Leinwand, denn viel zu schnell vergeht die Zeit, in der wir unsere Kinder und unsere Tiere miteinander erleben dürfen. Und ich halte sie fest, diese schönen Momente, und schaffe Erinnerungen für Menschen, denen das wichtig ist. Mehr über meine Kunst kannst du auf meiner Website erfahren, tamaratavella.com. Okay, heute wieder live. Ich hoffe, es funktioniert. Ich schwenke die Kamera. So, jetzt sollte es klappen. Okay, ich habe die vierte Skizze schon begonnen, also zumindest die Außenlinien. Und ich werde sie jetzt ein bisschen ausarbeiten. Also das ist jetzt die vierte Skizze, die ich gemacht habe. Und anschließend werde ich mich dann entscheiden, welche Skizze ich für ein Kunstwerk verwende. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Also hier haben wir auf jeden Fall dunklere Stellen. Das ist eine Gruppe von Kindern. Auch das Foto habe ich auf Instagram gefunden. Das erinnert mich irgendwie an diese Filme von Immenhof. Kennst du diese Filme? Mit diesen Kindern, die auf diesem Ponyhof Urlaub machten, glaube ich. Und da gibt es ganz viele Ponys. Die fand ich immer so cool, diese Filme. Als Kind. Schon ein Weilchen her. Das Originalfoto. Beim Originalfoto ist der Baum etwas weiter auf der Seite. Den habe ich etwas versetzt, weil ich es so vom Aufbau besser finde. Also es würde sich ein cooles Kunstwerk ergeben, glaube ich. Haben wir ein weißes Pony. Das würde ich auch so übernehmen, denke ich. Allerdings kann ich das dann erst sagen, wenn ich dann wirklich die Farbskizzen dazu mache. Hund träumt schon wieder. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Hier haben wir einen Jungen, der auf dem Pony sitzt. Ich finde das Originalfoto sehr schön vom Licht.
Also da fällt dem Licht von vorne. Und das gibt so schöne Lichtspiele. Ich hoffe, der Ton funktioniert diesmal. Du hörst mich. Hatte ich diese Woche ziemlich Ärger mit der Kamera. Beziehungsweise irgendwie mit der Verbindung zum Laptop. Und das funktioniert immer noch nicht richtig. Deshalb bin ich jetzt mit dem Handy live auf Facebook. Auf YouTube kommt dann die bessere Filmvariante. Ich mit der Kamera parallel mitfilme. Das Handy macht eben nicht so schöne Aufnahmen. Aber es ist jetzt halt so, es müssen wir jetzt sich jetzt halt mal so machen und dann hoffe ich, dass ich noch ein neues Kabel bekomme. Noch ein Kabel. Und vielleicht ist der andere Verbindungskabel kaputt. Dann hoffe ich, dass ich wieder wie gewohnt in guter Qualität live gehen kann. Vorgestern habe ich mir in den Finger geschnitten. Deshalb habe ich ein Einhornpflaster auf dem Finger, weil ich kein anderes Pflaster mehr daheim hatte. Also nur die für die Kinder. Also nicht, dass du meinst, ich spinne total. Also das ist jetzt nur Notfall gewesen. Ein Notfall. Also beim Kochen habe ich mir ganz schön in den Finger geschnitten. War nicht so angenehm. Passiert halt öfter mal. Ja, da werde ich hier noch dunkler werden müssen. Ein bisschen denke ich, muss jetzt trocknen. Zuerst muss ich trocknen. Also da habe ich jetzt schon ein paar Skizzen zur Auswahl. Ich denke, ich werde mal bei meinen Newsletter-Abonnenten und auch bei Facebook nachfragen, welche Skizze sie denn gerne oder ihr denn gerne hättet, welche ich umsetzen soll als Kunstwerk. Also ich werde dann einen Beitrag dazu machen. Das findest du dann hier auf meinem Profil auf Facebook. Oder wenn du ja schon meinen Newsletter abonniert hast, dann werde ich da auch nachfragen. Und dann kannst du mitbestimmen. Also für meinen Newsletter kannst du dich auf meine Website anmelden. Da bekommst du dann auch den Katalog. Da sind alle verkäuflichen Kunstwerke enthalten und auch Infos zu Auftragsarbeiten und Kunstdrucken und so weiter und Traumbeispielen auch, mit mehreren Fotos und Details zu den Kunstwerken. Und da kommst du dann automatisch in die Verteilerliste und dann
bekommst immer wieder Geschichten von mir und ja. Und ich frage dich um deine Meinung. Und wir bleiben dann einfach so in Verbindung. So. Ich denke, das belasse ich jetzt mal so. Ich muss hier noch ein bisschen dünkler, aber das mache ich dann anschließend. Ich möchte nicht zu lang, weil ich weiß nicht, wie lange oder wie gut der Livestream funktioniert. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich morgen. Tschüss!